Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Bauerhaus ist nicht an der Agrama. Ich habe mein Programm umgestellt wegen der Witterung. Heute ist es noch schön, morgen soll es regnen, ganz sicher am Nachmittag. Jetzt führe ich da noch zwei Wagen Schnitzel rauf in Schnitzelsilo. Und dann werde ich Gründüngung abschlägeln, das heißt mit einer Messerwalze abschneiden. Mein Kollege, der Bernhard, hat seine Güttlerwalze wie ich, eine neue, mit vorne einen Messerbalken da montiert. Und mit diesem kann man dann an der Front des Traktors montieren und dann kann man die Gründüngung schneiden. Weil die Gründüngung ist hoch, wie verrückt, hat lange Ranken. Und nächsten Frühling gibt es ein Problem, wenn ich pfluglos arbeiten will. Und da lange Ranken rumliegen. Darum benutze ich da vielleicht die letzte Gelegenheit, die Gründung zu schneiden. Darum habe ich da meinen Agrama-Tag verschoben auf morgen Freitag. Ich hoffe, es funktioniert dann. Eine neue Maschine angehängt bei meinem Nachbar. Güter, Riesenwalze mit dem Messer vorne, um Gründüngung zu zerhacken. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Gewicht hat es, das ist teilweise schwer. Man sieht es vorne, habe 1,2 Bar drin. Vorher hatte ich nur 0,08 und vorsichtshalber habe ich 1,2 reingegeben. Und das ist noch nicht zu viel für Straßenfahrt. Ja, recht massives Teil, das gewichtet. Aber ist auch gut, es braucht Gewicht, um zu schneiden. Bin gespannt, wie das arbeitet. Es ist ja viel besser, als mit einem Tarup das Ganze abzuschlägeln. So werden die Stängel nur gebrochen und gibt keinen Saft, der da Säure freisetzt. Jawohl! Ja, jetzt schauen wir mal. Ich fahre da zum ersten Feld. Habe ich da den Oberlenker noch ein bisschen verlängert, um ein bisschen mehr Druck da auf das Messer zu geben. Es ist ja wichtig, dass das Messer schneidet. Probieren wir. Stundenkilometer. Einmal schauen. Gelöst. Schon verschnitten, ja. Ich denke, das ist gut so. Oh, macht hervorragende Arbeit. Super Sache. Bernou, super Maschine! Absenken. Vorwärts. Thank you.
tätig zum Heben. Habe da eingestellt, 4 Sekunden heben, bei einmal berühren. Fährt er da die Fronthydraulik an. Und absenken. Hier. Da ist auch noch ein Reh rausgesprungen. Ich komme. Das springt es weg, seht ihr da. Ja, ich denke, ich fahre ja so im Kreis herum, immer enger. Und wenn ich jetzt da ein Wildtier ist, das kommt immer wie näher. Jetzt werde ich das Feld in der Mitte unterteilen und nach außen abfahren, damit da Tiere rauskommen. Und das habe ich gar nicht gedacht. Fahre ich da mitten durch. Ich habe nichts gesehen, dass da ein Reh ist. Don. Da das Feld unterteilt. Ich fahre gegen außen und schaue da gut, ob sich da noch was bewegt von meinem Traktor.